herzlich willkommen zu dieser Laura-Spezialfolge. Ich bin Lisa und wir sprechen heute über ein ganz besonderes Bilderbuch. Lauras Stern. Das tue ich nicht alleine. Ich habe heute eine riesen Unterstützung hier im Tonstudio. Klaus Baumgart, der Erfinder von Laura und ihrem Stern, sitzt neben mir. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Freue mich auch. Das erste Buch von Lauras Stern ist ja 1996 erschienen, also vor so ungefähr 20 Jahren. Damals war ich gerade mal 3 Jahre alt. Und viele von unseren Zuhörern waren wahrscheinlich noch gar nicht geboren. Hattest du damals vielleicht selbst kleine Kinder, für die du die Geschichten geschrieben hast? Und gibt es da vielleicht so eine Art Entstehungsgeschichte? Ja, klar. Also erstmal Kinder hatte ich damals zu der Zeit schon eine Tochter. Mhm. Für die habe ich aber dieses Buch nicht geschrieben, sondern mein erstes Buch, was ich überhaupt gemacht habe, mein erstes Bilderbuch, das habe ich wirklich für meine Tochter geschrieben. Das war Tobi, das kleine Ungeheuer. Ungeheuerlich hieß das Buch. Und das war auch recht erfolgreich und ich habe dann immer weitergemacht. Und irgendwann habe ich dann mal, ich habe immer viel geskribbelt und gezeichnet und in meinem Skizzenbuch habe ich dann mal zum Thema Freiheit so eine Zeichnung von einem Stern in einem Vogelkäfig gemacht. Mhm. Und war dann in Griechenland am Strand und war eine ganz tolle Nacht mit ganz viel Stern und Sternschnuppen und habe dann diese Zeichnung wieder gesehen und habe gedacht, da könnte man das irgendwie verbinden, Sternschnuppen, Stern im Vogelkäfig, Freiheit, Kind. Und dann hatte ich schon so 3 Bausteine und habe aus diesen 3 Bausteinen dann versucht, eine Geschichte zu machen. Das ging auch relativ gut, habe das dann eben diese Eindrücke von dieser Sternnacht und den Sternschnuppen kombiniert mit dem Kind und was würde ein Kind machen, wenn es einen Stern finden würde, und habe da aber dann auch schon gemerkt, was das für ein Sog hat, weil das ja so was Faszinierendes ist. Mhm. Ein Stern, also jedes Kind, jeder Erwachsene kennt das ja, man guckt in den Himmel und merkt eben wirklich so oder spürt diese Unendlichkeit, dieses, was, wie man das auch immer bezeichnen möchte, man spürt auf jeden Fall etwas, mhm, und was man nicht so greifen kann, und das hat natürlich eine unheimliche Kraft und oder diese Weite des Universums zu spüren. Und das habe ich damals schon so in diesem, als ich dieses Buch geschrieben habe, gespürt, dass das in diesem Buch sich alles irgendwie wiederfinden lässt. Ja, und so hat das eigentlich angefangen. Aber nochmal zu deiner Frage zurückzukommen, ich habe es eigentlich natürlich für alle Kinder geschrieben. Ich schreibe alle meine Bücher für alle Kinder natürlich. Aber klar, meine Tochter ist da natürlich auch immer irgendwie ein bisschen Pate. Die Laura sieht ja auch ein bisschen aus wie meine Tochter. Ach, wirklich? Ja. Ah, und sie ist wahrscheinlich auch dann die erste Testleserin, beziehungsweise die erste, die sich das angehört hat. Ja, oder? Das stimmt. Ja, das ist ja immer auch schön, wenn man dann Kinder hat, dass man dann auch gleich probieren kann, funktioniert das. Weil man ist, mhm, als Erwachsener ja, also das ist vielleicht auch so ein bisschen, was man so als Talent bezeichnen kann. Ich kann das ganz gut, ich kann mich ganz gut da reinversetzen in diese kindliche Gefühlswelt. Aber es ist natürlich noch schöner, wenn man das dann an dem eigenen Kind da mal ausprobieren kann. Funktioniert das oder funktioniert das nicht? Man macht ja dann manchmal so Erwachsenenfehler. Das ist eine total schöne Geschichte, muss ich sagen. Und wie gesagt, das ist jetzt schon über 20 Jahre her. Wie viele Bücher von Laura gibt es denn seitdem? Und wie gehen dir nie die Ideen aus? Das auch. Ja, wie viele Bücher, muss ich ehrlich sagen, ich zähle die nicht. Also das ist für mich, ist das... Okay, sind es denn über 10? Ja, es gibt, also ich, wenn ich jetzt mal so, also Erstleser gibt es 12, dann gibt es 7 Bilderbücher, dann gibt es die Bücher, also ich, wenn ich wirklich mal so ungefähr schätzen würde, sind es um die 40. Oh, 40 Bücher, das ist aber wirklich ganz schön viel. Ja, das ist, sind natürlich auch die aus der Serie entstanden, aus dem Kinofilm ist ja auch was entstanden, sind auch Bücher entstanden. Also insofern, wenn man das alles zusammenzählt, sind es sicherlich über 40. Aber ja klar, also Geschichten fallen mir dauernd zu Laura ein. Also wenn ich ein Thema habe, fällt mir auch dazu eine Geschichte ein. Mhm. Das geht relativ schnell, weil ich eben in dieser Welt jetzt auch schon so lange zu Hause bin. Das ist ja wirklich fast wie ein eigenes Kind. Dann, also wenn man da, ich kenne sie ja auch ganz genau jetzt, die Laura. Und das Schöne ist ja, dass die Laura, also zwar altersmäßig vielleicht mal so, was den Kinofilm angeht, ist sie vielleicht mal so 2 Jahre älter geworden, aber sie bleibt immer in diesem Alter. Ist nicht wie beim eigenen Kind, das dann irgendwie aus diesem Alter rauswächst. Und sie bleibt da immer und da kenne ich mich inzwischen gut aus, in dieser Laura-Welt. Und das ist wahrscheinlich auch schon wieder genug Ideen für die nächsten 40 Bücher.
Ja, ob es dann 40 werden, weiß ich nicht. Ich denke auch so nicht, ehrlich gesagt. Ich habe auch nie irgendwie gedacht, dass daraus mal eine Serie wird, sondern ich konzentriere mich dann immer auf diese eine Geschichte. Und diese eine Geschichte, die muss eben gut sein, die muss eben, Kinder müssen sich da wiederfinden und müssen da auch einen Mehrwert davon haben. Das ist mir immer ganz wichtig, dass man nicht irgendwie sowas nur für sich selber schreibt, weil das einem so am Herzen liegt. Weil ich ein Katzenfreund bin, schreibe ich ein Buch über Katzen, sondern dass es eben irgendwie auch immer was mit den Kindern zu tun hat und mit ihrer Welt. Und wenn wir uns jetzt nochmal den ersten Band angucken, da kommt ja lustigerweise noch gar nicht Lauras Bruder Tommy drin vor. Den hast du, glaube ich, erst später dazu geschrieben. Und mir hat jemand erzählt, dass Laura am Anfang eigentlich gar kein Mädchen sein sollte, sondern ein Junge. Und was hat es denn damit auf sich? Ja, das war wirklich so. Ich habe das natürlich erst, man probiert das ja aus. Und ich habe das mit einem Jungen angefangen, mit einem kleinen Jungen. Also ich habe diesen kleinen Jungen gezeichnet und habe das dann auch natürlich mit einem Mädchen probiert und habe dann das Gefühl gehabt, dass es die Geschichte vom Mädchen besser transportiert wird. Mhm. Warum auch immer. Man schreibt ja, das ist ja nicht immer so was Rationales, sondern das ist ja ganz viel, hat ja ganz viel mit so einem Bauchgefühl auch zu tun. Und ich habe eben dann gespürt, dass es irgendwie, also in dem Moment, heute würde ich es vielleicht ganz anders machen, vielleicht wäre es heute ein Junge, ich weiß es nicht. Aber damals war es für mich irgendwie, dass es mit einem Mädchen besser funktioniert hat. Also dass das, also merke natürlich jetzt auch, denken ja viele, dass Laura Stern so ein absolutes Mädchenthema ist. Meine Erfahrung ist es nicht. Ich habe gemerkt, dass für Jungen das genauso funktioniert. Aber überwiegend ist es schon auch so, dass es von Mädchen gelesen wird. Aber ich merke jetzt gerade auch beim Enkel, dass der findet das total gut, weil die Geschichten eben auch seine Geschichten sind. Also das sind ja so, was im Kindergarten passiert oder was zu Hause passiert mit Geschwistern oder, also dann eben wirklich, kommen wir gleich auf den Tommy. Ja, fein sind das halt auch so die Geschichten, du es gerade eben gesagt hast, die auch aus dem Leben der Kinder sind. Ja, genau. Sind, ne? Ja. Zum Beispiel Geschwister. Ja, und da findet er sich eben auch wieder und der hat witzigerweise jetzt gerade neulich gefragt, ob er eben auch einen Stern hat. Und das fand ich so schön, weil es irgendwie ja genau das ist, was ich ja vermitteln wollte. Also jedes Kind hat seinen Stern, weil eigentlich war das der Ansatzpunkt für mich, beim ersten Buch den Kindern so ein Gefühl zu vermitteln, dass sie nicht alleine sind, dass da irgendwie etwas ist, was so ein bisschen auf sie aufpasst. Auf sie aufpasst, ja. Genau. Ja. Der hilft ja auch immer, wenn es irgendein Problem gibt. Genau. Dann kommt der immer vorbei. Mittlerweile erscheinen deine Bücher ja in allen Herren Ländern und es gibt ganz tolle Ausgaben in verschiedenen Sprachen. Welche fremdsprachige Ausgabe magst du denn am liebsten oder über welche hast du dich am meisten gefreut? Zum Beispiel vielleicht die türkische Ausgabe oder die französische Ausgabe? Ja, Amerika ist natürlich toll, ne? Weil das so wahnsinnig schwer ist, auf den amerikanischen Markt zu kommen. Und das war natürlich klasse, als die amerikanische Lizenz verkauft wurde. Letztendlich freut man sich über jede. Mhm. Die war toll, die amerikanische. Und wo ich mich richtig gefreut habe, waren die Färöerinseln. Weil das ist ja wirklich, da gibt es ja, weiß ich nicht, nur 30 Kinder oder so. Und ja. Als sich die Lizenz verkauft hat, also der Verleger, das war super, weil das war dann auch, am Ende war das natürlich so, dass der Transport dann mehr gekostet hat, als die Lizenz eingebracht hat. Aber es war einfach schön. Ja. So, das hat mich unheimlich gefreut, dass dann auch so eine kleine Insel, die Kinder Laura Stern lesen, das war eine schöne Lizenz. Wir haben hier im Verlag nämlich ganz viele Bücher in den unterschiedlichsten Sprachen, also Laura Stern Bücher. Und besonders spannend finde ich auch die Ausgaben, die vielleicht aus Asien kommen. Weil dann die ganzen Schriftzeichen da hast und sieht alles völlig unterschiedlich aus. Und es ist dann irgendwie toll, wenn Laura Stern überall auf der Welt eigentlich gelesen wird. Ja, das stimmt. Das ist also gerade, was du ansprichst mit den Schriftzeichen, das ist so ein schöner Moment, wenn man das dann... Ich kann dann natürlich nicht überprüfen, ob der Text noch stimmt. Ich habe auch festgestellt, dass die Chinesen auf dem Titel 3 Zeichen hatten, was mich immer ein bisschen gewundert hat, weil so ein bisschen kannte ich mich da auch und wusste eben, ein Zeichen ist immer ein Wort. Und 3 Zeichen Laura Stern sind ja nur 2. Und ich habe mich immer gewundert, warum das so ist und hatte dann mal eine Lesung und da war ein Kind, das Chinesisch konnte, was aus China kam. Und die hat gesagt, da steht ja auch gar nicht Laura Stern, sondern Lauras kleiner Stern. Ah, ja, das ist dann wieder, deshalb ist es so wichtig für alle Zuhörer, lernt Sprachen. Ja, genau, damit ihr sowas direkt kennt. Obwohl Lauras kleiner Stern ist ja auch ganz wichtig. Ja, ist absolut, also da hatte ich dann auch nichts dagegen. Was war denn für dich am aufregendsten? Das allererste Laura-Buch in den Händen zu halten, den ersten Film zu sehen oder die erste Serie oder das erste Musical? Ist ja schon so viel mit Laura passiert.
Eigentlich ist alles aufregend, wenn man so ein Buch macht und sieht, was daraus entsteht, was da für Welten entstehen und die unterschiedlichen Medien zu sehen, wie unterschiedlich man dann mit den Figuren umgeht, weil jedes Medium hat ja seine eigenen Gesetze. Mhm. Und da ist es natürlich dann ganz spannend für mich eben auch, weil ich das ja alles nicht kenne, zu sehen, wie man damit umgeht. Toll ist es natürlich, wenn man dann wirklich im Kino sitzt und die große Leinwand und dann draußen siehst du die Plakate. Also Kino ist schon noch mal eine ganz tolle Geschichte. Es ist ja jetzt so, dass, da gibt es auch so einen tollen Moment, als wir die Serie gemacht haben, ist das in Córdoba dann zum ersten Mal gezeigt worden, also der Trailer dazu. Und das war dann auch so dunkles Kino und dann lief das zum ersten Mal, ich habe es dann auch zum ersten Mal groß gesehen, die Laura groß auf der Leinwand und dann war der Trailer beendet und es war mucksmäuschenstill im Kino und ich habe gedacht, oh Mist, funktioniert nicht. Und dann kam so ein ganz zartes Stimmchen aus dem Dunkel, können wir es bitte nochmal sehen? Und da wusste ich, super, das hat funktioniert. Klappt, funktioniert, ja. Und das war natürlich super. Wir machen jetzt gerade einen Realfilm, also sind in der Vorbereitung zum Realfilm, das auch nochmal ganz... mit echten Schauspielern. Ja, mit echten Kindern, mit einer echten lebendigen Laura. Das ist natürlich dann auch nochmal toll zu sehen, wie sieht das Kind dann aus und wie macht die das und das ist auch nochmal eine ganz neue Welt, also auch nochmal ganz spannend. Da bin ich dann auch gespannt, wie der Stern aussieht. Ja, der wird dann animiert wieder und das ist dann auch nochmal ein schöner Effekt. Ich habe da immer drüber nachgedacht, dass es eigentlich schön wäre, weil diese Mischung Realfilm mit so Animationsbereichen ist ja extrem reizvoll, ne, weil man das dann so kombinieren kann. Und ja, jetzt ist es soweit. Da könnt ihr euch also schon mal drauf freuen. Ja. Welches ist denn dein Lieblingsabenteuer von Laura und ihrem Stern? Ja, auch das ist natürlich schwer, weil ich... Weil es so viele auch gibt. Ja, weil es so viele gibt und weil ich ja natürlich versuche, jede Geschichte so zu schreiben, dass sie mir gefällt. Wenn sie mir nicht gefallen würde, würde ich sie nicht schreiben. Aber es gibt natürlich so ein paar Themen, die ein bisschen komplizierter sind zu erzählen und da ist es dann schön, wenn das funktioniert. Und es gibt ein Buch, Laura und das Pony. Und in dem Buch ist es eben so, da geht es um das Lachen. Also, dass man über Laura lacht und Laura total traurig darüber ist, dass man über sie lacht und sie aber lernt, dass es unterschiedliches Lachen gibt. Also, dass man eben, dass es eigentlich auch toll ist, Leute zum Lachen zu bringen und dass es nicht immer schlimm ist, wenn jemand... Ja, stimmt. Also mein Enkel zum Beispiel, der hat immer irgendwelche lustigen Sachen gemacht und hat dann, aber nicht lachen. Der hat sich irgendwas aufgesetzt, was total lustig aussah, aber nicht lachen. Also, so, weil das irgendwie mögen Kinder nicht, wenn man über sie lacht. Und zu zeigen, es gibt eben dann eine andere Art, dass es eigentlich unheimlich schwer ist. Es funktioniert ja dann auch über einen Clown, der Laura dann zeigt, es ist wahnsinnig schwer, Menschen zum Lachen zu bringen eigentlich. Und dass es eben eine Kunst ist. Und das war nicht so ganz leicht, das zu vermitteln, weil ich das eben vermitteln wollte. Und dass ich dafür dann eine Geschichte gefunden habe, die dann auch noch diesen Inhalt mit dem Pony hat, was dann irgendwie so eine Winterpflege brauchte und so eine runde Geschichte daraus geworden ist. Das ist ja immer das Schwere, da eben so was Rundes draus zu machen. Man hat so eine Grundidee, man möchte irgendwie was zum Thema Streit erzählen. Das ist erstmal schön, dann hat man ein Thema, aber dass das dann eben am Ende auch so eine runde Geschichte wird, die so eine dramaturgische Kurve hat und wo eben unterschiedliche Richtungen auch was passiert, das ist natürlich dann immer ein bisschen schwerer noch. Ne? Und wenn man das dann so rund kriegt, das ist natürlich dann super. Und dann natürlich auch ganz ein Buch, was mir ganz nahe ist der Weihnachtsstern, weil das nämlich eine wahre Begebenheit ist. Ach so. Ja, wir hatten nämlich mal einen Weihnachtsbaum gekauft gehabt, so einen Topf. Gibt es ja so im Topf. Und den haben wir dann einmal geschmückt und dann haben wir ihn in den Hof gestellt und uns darauf gefreut, dass wir den dann das nächste Jahr auch wieder benutzen können und den auch dann immer gegossen und der wuchs auch so ein bisschen. Und als wir den dann Weihnachten hochholten, also ein Jahr später, war der voll mit Blattläusen. Also das ging gar nicht. Und dann mussten wir den wieder in den Hof bringen. Und dann war das aber schon zu spät, weil die ganzen Weihnachtsbaumhändler hatten eben schon alles weggepackt und waren schon, weil es war schon Heiligabend. Und wir hatten keinen Tannenbaum. Und dann sind wir da trotzdem hin und haben geguckt, ob wir irgendwie vielleicht noch was finden. Und da lag so ein kleines, verkrüppeltes Bäumchen, was so übrig geblieben war. Und den haben wir dann genommen und dann haben wir den geschmückt. Und das war der schönste Weihnachtsbaum, den wir je hatten. Die schiefsten sind doch eigentlich immer die hübschesten, oder? Ja, je schiefer, desto besser. Und je weniger Blätter dran, desto mehr Nadeln. Und auch gerade für Kinder ist das dann so, weil die wachsen ja mit so einem Überfluss auf, ne, leider. Und da ist es eben so schön, wenn die dann auch merken, ach, das geht auch anders. Also es ist irgendwie diese Einfachheit ist ja manchmal viel schöner. Das stimmt.
Vielen Dank, dass du hier warst, Klaus. Ich denke, Laura wird uns auch die nächsten 20 Jahre weiter begleiten. Und ich bin dann auf die nächsten 40 Bücher gespannt. Ja, ich auch. Tschüss dann. Mach's gut.